Man kann natürlich in alle Richtungen das noch ausbessern. Man sieht, es ist jetzt nicht unbedingt das Hübscheste, was es so gibt auf der Welt, aber es ist immerhin eine 3D-Drehung, die zufällig läuft. Und er wird immer zurück auf die richtige Zahl finden. Es kann natürlich sein, dass er ab und an hängen bleibt. Das ist ein bisschen mühselig. Aber wie gesagt, Excel ist halt nun mal keine Grafik- oder keine Spielesoftware. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Mike von Computer Systems View. Heute schauen wir uns ein spezielleres Thema an. Gehen wir jetzt heute darum, ich gehe mal in die Ecke runter, dass wir uns eine Art Würfel nachbauen. Und zwar würde ich jetzt gerne nicht sowas machen wie Formen zum Beispiel. Ich möchte jetzt hier kein Quadrat aufziehen. Hier als Würfel, als Beispiel. Und sage, jetzt mache ich hier einfügen, Formen. Jetzt machen wir hier ein paar Kreise rein. Sagen wir hier, habe ich dann 1, mach den mal weiß bitte. 1, 2, 3, 4. So, das sind, habe ich die Zahl 4. Das könnte man so lösen. Man sagt, ich habe dann hier 7 Augen, ich muss hier diagonal gehen können für die 3 und ich habe eben außen vielleicht je 2 Dreier rein. Das heißt, wenn ich hier noch einen in die Mitte setze und hier links und rechts noch einen, kann ich alles abbilden. Dann könnte ich diese Shapes, wie es sind, diese Formen, kann ich außen einblenden. Das soll nicht das Ziel dieses Videos sein. Wir sehen uns heute 3D-Würfel an. Die Sache ist halt, ich kann den zwar super schön so drehen, aber wenn sie gruppieren würde, kann ich den Würfel auch so mitdrehen. Das bringt es jetzt halt nicht wirklich. Ich gruppiere das mal. Also ich könnte zwar so drehen, aber ich kann den dreidimensional nicht drehen. Ich möchte ihn ja in so eine Art Echteffekt haben. Ach Gottchen, ich hasse es. So, jetzt ist er weg. Das kann nicht der Sinn sein, dass wir da eigene Augen damit anpassen und dann hätten wir auch nur Aus- und Einschalten von Effekten. Das ist ein bisschen mühselig. Und welche Zahl kommt, in welche Richtung gedreht, was sehen wir dann, das wissen wir oft ja gar nicht. Und dazu gibt es unter Einfügen. Also das ist jetzt wichtig zu verstehen. Diese 3D-Modelle gibt es seit Office 2016 und seit 2019 dürfte es das Archiv für 3D-Modelle geben. Ihr könnt 3D-Modelle mit Programmen wie zum Beispiel Blender erstellen, wenn ihr euch da zurechtfindet. Also ich bin jetzt kein CAD-Programmierer, ich mache sowas nicht. Da habe ich leider keine Erfahrung damit. Aber wenn jemand sagt, wie kann ich deine 3D-Grafik erstellen, schaut euch bitte andere Videos auf YouTube an. Gibt super Tutorials, aber das ist mir zu hoch. Da reicht mein logisches Verständnis dafür nicht aus. Das heißt, wenn ich selber so etwas schon habe, könnte ich hier in Objektformaten wie OBJ, 3MF, PLY, STL oder GLB, könnte ich hier Objekte direkt einfügen. Möchte ich es an meiner Stelle nicht. Ich verwende hier in Office 365 und habe Zugriff unter 3D-Modelle auf das Archiv 3D-Modell. Also auf das Archiv. Wenn ich hier drauf gehe, kann ich hier ein entsprechendes Modell selbstständig auswählen. In meinem Fall werde ich hier nach Würfel suchen. Unter Würfel sehen wir schon, es gibt ein paar Augenwürfel und es gibt ein paar komische Sachen, die eben nicht so ganz aussehen wie Würfel. Das hier zum Beispiel sieht nicht aus wie ein Würfel, das sieht aus wie eine Tasse, alles andere. Und man sieht schon, es gibt hier ein paar verschiedene. Ich kann auch alles andere animieren. Man kann jetzt auch einen 8-seitigen oder einen 12-seitigen Würfel verwenden und 20-seitigen von Dungeon & Dragon. Wenn ihr das Wort kennt, kann man das auch nachbauen, so ein Modell hier einpflanzen und damit arbeiten. Ein bisschen mehr Aufwand, wenn man weiß, welche Zahl habe ich erwürfelt, wo muss ich hin. Das ist der einzige Umfang. Ich nehme jetzt hier den roten, weil wir ja hier einen weißen Hintergrund haben. Weiß auf weiß finde ich jetzt nicht so gut. Und ich werde jetzt hier diesen roten Würfel einfügen. So, was haben wir hier jetzt drinnen erreicht? Oh, ich habe 2 ausgewählt. Das hätte ich mir sparen können. Ich brauche nur diesen Würfel. Er sieht erstmal recht unspektakulär aus, genauso wie die Grafik vorhin auch. Die Sache ist jetzt aber, wir können den nicht nur so drehen, wenn wir das möchten, wie wir es vorhin bei der Grafik hatten. Wir können nicht nur die Größe ändern von dem Ding, sondern wir können den auch in der Mitte dreidimensional drehen. Das ist ein Objekt. Auch das ist wieder ein Objekt. Also wir arbeiten hier mit Shapes. Also mit einer ganz normalen Form. Jede Form kann ich in 3 Achsen drehen. Ich kann sie in X drehen, im Regelfall nach rechts. Ich kann sie in Y drehen, im Regelfall nach oben. Und ich kann sie mit Z drehen. Und Z ist quasi dann diese Rotationsform hier, dass wir den hier so im Kreis drehen. Wenn wir ein 3D-Modell haben und wir haben was verstellt, können wir im Register 3D-Modell, wenn das angewählt ist, können wir auch wieder zurücksetzen. Auf 4, auf 5, auf 6, auf 3, auf 2, auf 1. Mit dem Pfeil runter hier kann man wie immer die 3D-Ansicht genauer definieren. Und es gibt hier noch unten
den kleinen Pfeil, die Formatierung noch anpassen. Die X-Drehung, wie gesagt, kann ich jetzt drehen. In dem Fall ist X nach oben. Die Y-Drehung ist nach rechts und die Z-Drehung ist quasi einfach nur die Rotation, wie wir es gerade eben hatten. Also links und rechts, nach oben, unten und nach links, rechts. Ich möchte hier wieder zurücksetzen, wenn es möglich ist, auf 4, also auf 0. Ich kann die Kameraposition ändern, also wo ist unsere Kamera, von wo schauen wir auf das Objekt drauf? Beim Cut ist es so, dass wir immer eine Kameraperspektive haben, eine Lichtquelle und wir haben ein Objekt. Und wenn sich das trifft, also wie auch hier, wenn ich das drehe, sehen wir hier, dass sich hier was spiegelt. Das ist jetzt aber nicht das hier. Tatsächlich, wenn ich den gelb mache, wird das nicht gelb. Also der spiegelt jetzt nicht den Hintergrund wieder. Das ist einfach nur unsere Lichtquelle in weiß, die zum Objekt gehört. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Also wir können hier keine Inhalte unserer Excel-Mappe drin spiegeln. Das geht nicht. Ich möchte nicht irgendwelche Sachen hier vorprovozieren, dann, oh, das geht gar nicht, das habe ich mir so erwartet, dass das geht, und dann, oh, dass sich alles drin spiegelt, was ich im Hintergrund stehen habe. Nee, leider nicht. Gut, ich blende mich hier an dieser Stelle aus. Jetzt wird es ein bisschen umfangreicher, wie immer. Wir haben hier, wie gesagt, jetzt die Möglichkeiten, hier die Größen, Eigenschaften und so weiter anzuführen, wenn wir unten auf dieses Formatieren klicken. Auf dieses kleine Eck mit dem Pfeil, wie immer in jedem Einstellungselement, was auf der Seite hier Optionen gibt. Und wir sehen hier schon, dass die Ansicht der Größe anpasst. Ich kann sagen, lass die Größe immer gleich. Auch wenn ich jetzt drehe, darf der Würfel nicht kleiner werden. Ist jetzt in der Form nicht so wild. Den Blickfokus, die Kamera lassen wir unverändert erstmal. Interessiert uns nicht. Die Modelldrehung. Das heißt, nach oben, wenn wir jetzt ein paar Mal drehen, kommen wir genau auf die Zahl 6. Und zwar ist es, ein Kreis besteht, ich nenne es einfach mal, ich weiß, das ist super dämlich für die meisten, aber ein Kreis oder eine komplette Drehung besteht aus 360 Grad. 360 Grad, wenn ich das durch 4 dividiere, weil wir 4 Seiten haben, komme ich auf jeweils 90. 90, 180, 270 und 360 entspricht wieder 0. 360 geht nicht, muss auf 0 bleiben. In VBA können wir über 360 drüber gehen, dann kriegen wir mehr als wie eine Drehung. Das heißt, wenn ich 720 eingebe, drehe ich mich quasi, habe ich 2 Umdrehungen gemacht damit. Das ist immer wichtig zu verstehen. So, bei der Y-Drehung ist dasselbe, wir haben 0. Wir haben, wenn ich auf 90 gehe, die gerade Ansicht auf 5. Wir haben auf 4. Dann kann ich hier auf 180 gehen, auf 3, auf 270 ist ebenfalls 3 bei 0 Grad und dann sind wir wieder auf 0 bei 4, beziehungsweise auf 5, nee, auf 4. Und die normale Drehung ist für uns irrelevant, ist einfach nur, wie sich das so verhält. Es ist ganz lustig, wenn sich die Augen ein bisschen mitdrehen kann, aber grundsätzlich ist es nicht so dramatisch. Okay, wir setzen hier mal kurz zurück auf das Original, was wieder gerade ist. Das heißt, wir können entsprechend hier sagen, wenn wir auf 1 gehen, wissen wir, wir brauchen hier den Wert 7200. Wenn wir auf 2 gehen, haben wir 0,720,0. Bei 3 haben wir 0,180,0 und so fort. Wie kann ich jetzt mit diesem Objekt arbeiten? Das erste, was ich mache, ich muss diesem Objekt einen Namen geben. Ich werde da nicht anfangen, mit 3D-Modellen 9 zu arbeiten. Der Name steht im Namensfeld. Das heißt, den kann ich ändern. Das ist wie bei einer Grafik. Ich kann sagen, das ist mein Würfel. Ich kann Umlaute nutzen. Das geht hier. Ich kann hier jetzt auch reinschauen. Es gibt nur einen Würfel. Ich kann sagen Würfel 1 zum Beispiel. Wenn ich mir Würfel habe, Würfel 2, Würfel 3, die der Reihe nach durchgewürfelt werden sollen. Das kann ich machen. Jetzt haben wir ein Element, das heißt einfach Würfel. Jetzt bin ich zum Beispiel komplett ungeübt und sage, ja, wie kann ich das jetzt animieren? Wenn ich sage Entwickler-Tools, Makro aufzeichnen, Makro 1 passt schon so. Und mache jetzt einfach mal, unter 3D-Modell möchte ich auf 1 stellen. Dann auf 2, auf 3, 4, 5, 6. So, ich habe alle Möglichkeiten abgedeckt. Ich kann jetzt hier wieder Aufzeichnung beenden mit Alt F11. Gehen wir in unseren VBA-Editor unter Module Modul 1. Hat es nicht mehr gemacht wie das hier, Active Sheet. Das ist natürlich super mühselig. In Array wollte markieren, aus dem Würfel. Mühsam. Das war so nicht gedacht. Das klappt also schon mal nicht.
Was wir dagegen machen können, ich schmeiß das mal wieder raus, ist, dass wir sagen, wir zeichnen trotzdem nochmal auf. Makro 2. Aber ich möchte mal wissen, wie kann ich das so drehen? Ich sage, ich drehe den hier rüber. Beziehungsweise ich möchte hier in der Mitte drehen. Ich habe immer hier das falsche Zeug in der Hand. Lasst ihr mich den auch 3D wieder drehen oder ist das eher unüblich? Jetzt geht's. So. Und jetzt kann ich schauen, okay, was verändert sich? Wenn ich jetzt hier sage, ich drehe hier in eine andere Richtung, dass ich das manuell drehe, das habe ich sehr viel gemacht. Ich zeichne nochmal neu auf. Makro 3 ist das, merken wir uns. Und jetzt kann ich den nochmal drehen, hier auf 4 zum Beispiel, beziehungsweise stoppen, wieder aufzeichnen. Ich drehe ihn einmal noch so. Stoppen, weiter. Muss nicht schön sein, es muss einfach nur zweckmäßig sein. Setze den so hin, stoppen. Das heißt, habe ich in den letzten drei Makros, die wir gemacht haben, uns das anschauen, gibt es immer eine Selection Shape Range Modell 3D Rotation XYZ. Die Selection ist, wie wir auch im letzten Video schon hatten, die Selektion, die ich in der Hand habe. Das hilft uns aber nichts. Wir wollen ja nicht mit der Selektion arbeiten, wir wollen ja mit dem gezielten Objekt arbeiten. Wir können uns das hier anschauen. Hier sagt ja auch, es gibt aber einen Shape mit Range Würfel. Das hilft uns nur indirekt was. Wenn man weiß, was das heißt, kann man das jetzt entsprechend umsetzen. Wir sehen hier, wenn wir was verändern, kriegen wir eine neue Rotation XYZ mit einem Double-Wert. Double heißt, dass wir eine Dezimalzahl haben. Und entsprechend, wenn ich jetzt das Makro 4 aufrufe, wieder mal das machen, mache ich das, stelle hier sofort um. Man sieht, auf was ich hinaus möchte. Hoffe ich. Ich spare mir das hier an dieser Stelle. Es ist nur okay, so könnte man das rausfinden. Es gibt auch das Scale, wie man hier sieht, Microsoft Office Falls. Ich habe jetzt mich nicht auf Microsoft Office Vorgaben verlassen. Ich habe die Skalierung von oben links verändert auf 2,39, dass es größer wird. Und Top Left ebenfalls nochmal hier Scale. Das gleiche nochmal. Ich habe die Größe zweimal geändert. Wir können uns das alles hier sparen. Ich möchte hier gerne das Modul entfernen. Beginne wie immer erstmal die Sachen zu benennen. Ich nenne das mal Workbook UR-Fell. Hier bitte keine Umlaute nutzen, wie immer. Und die Tabelle ist zum Beispiel mein Worksheet Würfel. Ich habe nur ein Blatt und ich möchte jetzt hier ein neues Modul erzeugen. Das ist zum Beispiel mein Modul Würfel. Muss man nicht so machen, aber so weiß man wenigstens, was wo drin steckt. Das VBA-Projekt könnte ich als VBA deklarieren. CVU. Würfel, wenn man das so machen möchte. Ich nehme auch gerne einen großen Anfangsbuchstaben, auch wenn das unüblich ist in der Programmierung. Meistens macht man lauter Kleinbuchstaben vorne. Hier weiß ich, das ist ein VBA-Projekt. Mit Option Explicit müssen wir die Deklaration von Variablen erzwingen. Das heißt, wir können jetzt erstmal sagen, erst müssen wir wissen, welche Position hat welcher Würfelwert. Und wie kommen wir dahin? Das heißt, ich möchte hier Koordinaten herausfinden. Wie kann ich diese Koordinaten herausfinden? Wir haben, wie wir schon wissen, eine Shape. Er hat uns ja vorhin auch gesagt, das ist eine Shape, also eine Form, die hier genutzt wird. Eine Shape kann auch sein ein Bild, eine Shape kann sein ein 3D-Objekt, das kann ein Piktogramm sein, ein Smart Data, das kann alles sein. Auch ein Screenshot ist ein Shape. Das heißt, alles, was Grafiken sind, sind Shapes. Das heißt, wir deklarieren uns einfach mal unser, ich nenne es Würfel Shape, as Shape. Das ist einfach, wie ich das Ding benenne. Lokale Variablen deklarieren. Ich halte es wieder auf klassisch, damit das gut verständlich bleibt. Als nächstes würde ich gerne, wie immer müssen, das ist jetzt ein Objekt und Objekte müssen wir immer setzen. Setze das Würfelobjekt in die Variable. Das heißt, ich muss erstmal die Variable setzen. Würfelshape wird gesetzt auf, jetzt könnte ich sagen, unsere Active Sheet war ja vorhin genannt. Wir sagen jetzt auf der WS Würfel, auf unserem Worksheet, auf unserem Arbeitsblatt Würfel, befindet sich eine Shape und aus den ganzen Shapes, die wir haben, kann ich jetzt hier einen Namen definieren. Und wie heißt diese Shape? Na, die heißt Würfel. Wir haben hier oben Würfel genannt. Ich möchte jetzt diese Geschichte anfassen und liefere die Positionen zurück. Dann hätte ich gerne hier eine debug.print. Erstmal eine Leerzeile. Debug.print. Es wird auch reichen, wenn man das hier weglässt,
wenn man das hier so macht, wird es auch reichen, wird auch eine Leerzeile schreiben. Aber so ist es klarer verständlich. Haben wir jetzt hier die X-Achse. Und wie kriegen wir die X-Achse? Wir wollen unsere verbundene Würfel-Shape, die wir jetzt angefasst haben, gehe ich hier, ich möchte jetzt Informationen haben, hat er vorhin hingeschrieben, auch im, ja, im, in der Aufzeichnung, von Modell 3D. Und hier drinnen gibt es die Rotation X, Y, Z. Wenn ich rausgehe, müsste es alles groß und klein geschrieben werden. Das Ganze machen wir dreimal. Einmal für Y, einmal für Z. Auch hier X, Y, Z. So, wenn ich das jetzt ausführe, kriege ich hier die Achsenangabe X, Y, Z. Das sind gerade ist die Rotation. Wenn ich die Rotation jetzt ändere, so hin, und führe das nochmal aus, dann kriegen wir jetzt 41, 3, 48, 170. Das interessiert mich ehrlich gesagt aber nicht. Ich möchte hier eher andere Sachen jetzt wissen, wie zum Beispiel eine glatte 1 aussieht. Nur die glatte 1. Was wäre denn die glatte 1? Die glatte 1 ist 270, ich notiere mir das mal. Die 1 ist 270,0,0, also x, y, z immer. Die 2 ist, ups, die 3 ist, die 4 ist, die 5 ist, die 6 ist. Das ist jetzt eine Hilfsaufstellung. Ich schreibe mir das jetzt nur als Text mit. Um das jetzt einfacher aufrufen zu können, baue ich mir jetzt hier noch eine Form ein, noch eine Shape. Wupp, wupp. Und das nenne ich auch nicht rechteck abgerundet, sondern es ist mein Button Werte. Nenne ich den einfach mal. Koordinaten auslesen. Ich mache das jetzt nur, damit es einfacher wird. Wenn man das öfter machen möchte, macht man ein bisschen größer. Ups, hier natürlich alles markieren, sonst funktioniert das nicht. Alles ein bisschen größer machen, so ungefähr. Und immer wenn ich hier drauf drücke, möchte ich, dass ein Makro ausgeführt wird, und zwar das Koordinaten rausfinden. So, jetzt können wir, ich sperre mir das mal, das war genau falsche Taste gedrückt, jetzt habe ich es. So, jetzt sehen wir hier immer die X, Y, Z Koordinate. Dann kann ich sagen, ich gehe hier auf das 3D-Modell Nummer 2, Koordinaten auslesen, 0, 72, 0. Koordinaten auslesen für 3. Wupp, 0, 180, 0. Es hängt nämlich davon ab, wie dieser Würfel bestückt ist. Also wenn du jetzt einen anderen Würfel nimmst und der, das sind die Augen auf anderen Seiten, denn diese Shapes müssen, also diese 3D-Objekte müssen nicht zwangsläufig richtig sein. Es gibt auch oft Würfel, da ist 6, 1, 4 zum Beispiel und nicht 6, 2, 3 wie hier. Da gibt es verschiedene Arten von Würfeln, tatsächlich. Und beim, ja, viele scheinbar Designer verstehen das nicht, dass man hier eigene Vorgabe hat, wie die Würfel aufgebaut sein müssen, auf welcher Seite welche Augen sind. Und das wird leider gerne ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema. So, ich möchte hier weiter auslesen. Ich bin auf dem vierten, das ist dann exakt 0. Das war ja auch der Ausgangswert, den wir am Anfang hatten. Der fünfte Wert wäre entsprechend dann 0, 90, 0. Wie gesagt, wir arbeiten hier immer in Gerade. Und die 6er wäre dann 90, 0, 0. Aber was mache ich jetzt damit? Das hört sich ja ganz lustig an. Okay. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Das sind unsere Koordinaten für Hilfstabelle, Koordinaten für Zahlen. Wie können wir das jetzt am sinnvollsten umsetzen? Es ist jetzt so, wir brauchen auf jeden Fall auch hier wieder, egal was ich mache, ich muss auch hier diese Variablen deklarieren. Auch hier wieder im zweiten. Ich mache das mal einfach so, zap. Und jetzt möchte ich hier, nicht Ü, sondern UE, würfeln. Hört sich blöd an, ist aber so. Ich möchte auch hier einmal diese Würfel-Shape einmal in eine Variable packen, mit der müssen wir arbeiten können. Und diese setze ich auch wieder auf unser Blatt WS-Würfel, auf die Shapes, auf den Shape, der Würfel heißt. Als nächstes ist es von Interesse, dass wir uns ein paar Variablen dazu setzen. Das heißt, wir brauchen einmal, welche Würfelzahl haben wir denn erwürfelt? Das ist dann, wie nennen wir das am besten, unsere Zielzahl. Da wollen wir später hinkommen.
Und die Zielzahl kann ja keine Double sein, es muss eine Integer sein. Es muss eine gerade Zahl zwischen 1 und 6 sein. Integer. Erzeuge eine neue zufällige Zielzahl. Wie macht man das? Die Zielzahl können wir am einfachsten so generieren, indem wir sagen, wir greifen auf die Funktion random zurück. Random entspricht, also gibt dann einen Wert zwischen 0 bis 0,99 periodisch, beziehungsweise so. Machen wir mal so. Das ist, glaube ich, besser lesbar. Das heißt, random gibt uns nie eine 1 zurück. Im schlimmsten Fall kann da nie eine 1 rauskommen, sondern 0,99999. Heißt, wenn wir das umrechnen von 1 bis 6, 1 mal 0 ist 0, beziehungsweise 1 mal 0,99999 ist bei 5. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Das heißt, die Random ist 0 bis 99. Wir wollen das jetzt multiplizieren mit unserer Anzahl, die wir haben, 6. Jetzt bekommen wir 0 bis 5, was wir bekommen könnten, bis 5,99999. Das ist aber nicht das, was ich möchte, denn ich möchte da hinten, random, möchte ich ja noch eine plus 1 dazu haben. Ich möchte von 1 weggehen, nicht von 0. Das wäre ja 0 mal 6 ist 0 im schlimmsten Fall. Oder 0,99 mal 6 ja, ist 5,9 irgendwas. Ich möchte hier nicht von 0 bis 5 gehen, sondern von 1 bis 6. Das heißt, ich muss 1 dazu rechnen. Das ist quasi das hier mal 6. Das würde uns eben ergeben 0 bis 5, wenn wir mit Integer arbeiten, mit Integerzahlen. Plus 1 ist gleich 1 bis 6. So, damit haben wir garantiert erzeugt, dass wir eine Zahl zwischen 1 und 6 bekommen. Jetzt wissen wir schon mal die Zielzahl. Jetzt wird es interessant mit unserer Hilfstabelle, die wir haben. Denn welche Koordinaten sollten wir denn hier jetzt verwenden dafür? Ich rücke die mal ein bisschen ein, dass das wieder passt. Ich kann jetzt hier die Koordinaten zuweisen. Koordinaten zuweisen. Ich mache dazu einfach eine Select-Case-Anweisung auf Zielzahl. Das heißt, ich möchte verschiedene Fälle prüfen. End Select. Damit lesen wir das Ganze ab. Und jetzt gehe ich die Zahlen durch mit Case. Wenn wir eine 1 rausbekommen haben, wenn wir eine 2 rausbekommen haben, wenn wir eine 3, eine 4, eine 5, eine 6 haben, dann muss ich diesen Würfel x, y, z in eine gewisse Art drehen. In dem Fall auf, ja, könnt die z-Achse auch ignorieren. Uns interessieren ja nur die eigentliche 3D-Drehung links nach oben und nach rechts, wenn man so möchte. Sowas in der Art. Das interessiert uns ja. Uns interessiert ja nicht, ob sich der so noch mitdreht. Das kann man jetzt noch mitprogrammieren, wenn man möchte. Muss man jetzt nicht, aber könnte man machen. Gibt auf 4, auf 0,0. Und jetzt muss ich sagen, ich muss irgendwie jetzt ja wissen, welche Koordinaten sind das. Und die Koordinaten, wo ich hin muss, das ist ja eine Double-Angabe, das wissen wir ja. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe hier zum Beispiel eine X für Ziel. Ich würde hier einfach eine Double ansetzen. Wobei Ziel eigentlich kein Double sein muss. Wir haben hier immer Festwerte. Unsere Festwerte sind ja immer 72, 90 und 80, 0. Das sind so immer die gleichen Werte, mit denen wir arbeiten. Das heißt, mir wird hier eine Integer reichen, um Platz zu sparen, um Energie zu sparen. Y-Ziel as Integer und Z-Ziel as Integer. Wobei Z ist Luxus, wie gesagt. Das muss man jetzt nicht machen, aber es macht Sinn. Im Falle von der Zahl 1 bräuchten wir x auf 72, y auf 0, z auf 0. Das heißt, wir haben hier x-Ziel ist gleich 270, y-Ziel ist gleich 0, hat man gesagt. Und xyz-Ziel ist gleich 0. Es gibt jetzt noch eine andere Schreibweise. Es gibt jetzt auch noch eine Doppelpunkt-Schreibweise. Ich könnte jetzt auch sagen Case. Da ist sagen hier x-Ziel, Doppelpunkt. Ich könnte das hier auch so schreiben in einer Zeile. Das sollte beim Debuggen auch keinen Fehler erzeugen. Wir machen damit hier mal Doppelpunkte, trennen wir quasi, wenn wir in eine Zeile gehen würden. Das mag ich aber nicht, wenn man dann nie so recht weiß, okay, wo sind wir gerade. Das heißt, wir lassen das, wir schreiben das regulär durch. Das finde ich sehr viel besser lesbar. Ich könnte auch mit einem Array arbeiten. Ich sage, ich habe ein dreiteiliges Array und sage ja, x, y, z gebe ich als Array an.
Das können wir eigentlich direkt 1 zu 1 kopieren. Hier einfügen, ich schreibe mir überall 0 rein. Auch hier bitte einfügen auf 4, da ist das sogar richtig. Ups, ich habe mich verhunzt. Auf 5 und auf 6. Aber wir übernehmen das jetzt einfach. 0, 270, 0 ist der zweite. 0, 270, 0. Den kannst du rausschmeißen. 1 haben wir auch schon. 1 hatten wir schon. Dann gehen wir hier die 6 Wert an zum Beispiel 90, 0, 0. Das kann ich rausschmeißen. Der hat 0, 90, 0. Der hieß auf 4 mal die 0. Und die 3 hat 180. 0, 180, 0. So, damit weiß ich schon mal, wo sind meine Zielkoordinaten. Theoretisch könnte ich das jetzt schon machen, dass ich hier eine zufällige Zahl auswürfeln lasse. Das könnte ich jetzt schon machen. Das war der Großteil der Arbeit, die wir jetzt gehabt haben. Und jetzt können wir sagen, ich möchte hier meine Variable, meine Würfelshape, möchte ich gerne wieder anfassen. Würfelshape, ich möchte wieder das Modell 3D ansprechen. Davon möchte ich in die Rotation. Und das würde ich gerne jetzt setzen, als X-Ziel zum Beispiel. Das kann ich für Y und Z noch machen, wenn ich das möchte. Y und Z. Bringt jetzt für Z noch überhaupt nichts, da kommen wir später dann noch dazu. Setze die X, Y, Z Positionen für den Würfel. Und theoretisch war es das auch schon wieder für die Basisvariante. Wir haben jetzt keine Animation drin, das wird man später noch dazu holen. Macht ein bisschen kleiner. Und ich würde jetzt gern hier das ein bisschen rüberschieben. Den kann man hier runterziehen, damit er gleich bleibt. Und jetzt würfeln zum Beispiel. Geht das natürlich nicht. Ich muss das Makro richtig zuweisen. Hier nehmen wir dann Würfel, würfeln. 5, 4, 3, 6, 1, 6, 5, 1, 3, 6. Ist jetzt nicht so wild, aber wir wollen ja das Ganze irgendwie animieren, damit das Ganze auch ein bisschen realistisch aussieht. Oder was meint ihr? Wir wollen das ja nicht nur so statisch haben. Ich möchte den Übergang haben, dass er zur nächsten Zahl geht. Das ist jetzt eine Spielerei. Also das war jetzt hier die Basics. Wie kann ich mit so einer Rotation direkt arbeiten und wie kann ich mir das zuweisen? Das kann ich auch mit einem 12-seitigen Würfel machen. Das kann ich mit einem 4-seitigen Würfel machen. Das kann ich mit einer Münze machen. 2 Seiten, vielleicht sogar 3. Kann ja vielleicht auch die Kante noch mitnehmen mit der minimalen Chance. ja. Was wäre jetzt sinnvoll? Wie könnte man das jetzt am besten lösen? Wir werden das wahrscheinlich so machen, dass wir hier, wir können das ja in Echtzeit quasi berechnen lassen. Dazu könnte man eine Schleife benutzen. Also eine einfache For von Zahl x bis y. Das heißt, von Zahl 1 oder von Zahl 0 besser gesagt, bis x abzüglich 1. Mit einer gewissen Step-Anzahl, das wäre möglich. Zuerst möchte ich mal wissen, wie viele Umdrehungen haben wir zufällig, die wir kriegen können. So, zweimal darf er sich in eine Richtung drehen. Also in y ist zwei, also in, ja, in y zweimal drehen maximal. 1, 2. Öfter wie zweimal nicht oder dreimal nicht, kann man machen. Okay, wir werden uns jetzt hier unsere Zufallsgeschichte mitsetzen. Das heißt, bevor wir hier weitermachen, bevor wir die Shape setzen, ich meine, das wird gehen, wir können das auch auskommentieren, so ungefähr wird das später auch aussehen. Ich möchte das hier wegkommentieren. Das nur zum Zeigen, das ist die einfache Lösung. Jetzt machen wir ein bisschen anspruchsvoller. Wie viele extra Umdrehungen machen wir pro Koordinatentyp? Und jetzt muss man sich überlegen, wie oft macht Sinn? Macht zweimal, dreimal Sinn? Wie schnell darf sich das würfeln? Wie schnell darf sich das drehen? Und so fort. Ein Vorwort gleich jetzt. Wir werden hier keine flüssige Animation kriegen. Excel ist ein Tabellenverwaltungsprogramm. Eine Tabellenkalkulation. Das ist nicht dafür gedacht, Spiele nachzubauen. Ich muss gleich vorweghalten. Also das liegt nicht an meinem Rechner, nicht an der Aufzeichnung, dass ich da so langsam bin. Du wirst in Excel nur sehr schwer runde Sachen hinkriegen. Oder die sind extrem langsam. Ich habe damals ein Video nach meinem Unfall gemacht, also ein Jahr nach meinem Unfall genau. Da habe ich so ein Kalenderblättern nachgebaut mit Excel und das aufgenommen.
Das wurde extrem langsam aufgebaut. Ich habe das aufgezeichnet und dann im Zeitraffer wieder abgespielt. Das kriegst du in Excel nicht rund hin. Das ist so mit dem Würfel dasselbe. Er wird haken, aber er dreht sich wenigstens. Dazu bräuchten wir erstmal hier, damit wir jetzt die extra Umdrehungen haben, einen Typ. Und da würde ich sagen, wir nennen das einfach X Umdrehungen S. Ich brauche immer volle Umdrehungen. Also muss ich eine Integer haben dafür. X, Y Umdrehung, also Umdrehungen, die kenne ich natürlich nicht, ich baue die gerade nur ein. Und Z Umdrehungen S Integer. So, wie viele Umdrehungen machen wir? Da kann ich jetzt sagen, ich mache mir eine Obergrenze. Stimmt. Oder Max Umdrehungen S Integer. Das heißt, ich würde mir gerne die Sachen hier einmal so nach oben ziehen, beziehungsweise wir lassen es vorübergehend da stehen, wir ziehen das später nach oben. Die Max-Umdrehungen möchte ich setzen auf zum Beispiel 3. Mehr wie 3 Umdrehungen werden wir nicht kriegen. Das heißt, ich werde mir das mal hier nach oben ziehen. Und wir werden hier lokale Variablen definieren. Das hier rein. Die Max-Umdrehungen kommen auch hier oben hin. Das lasse ich aktuell noch hier stehen, damit ich weiß, was da drin steht. Beziehungsweise ist schon kopiert. Ich füge das hier nochmal ein als Merkposten. Wie kriegen wir das jetzt hin? Naja, wir machen das gleiche wie zuvor. Wir machen x Umdrehungen. Und das ist dann auch wieder meine Zufallszahl aus den Max Umdrehungen plus 1. Also eine Umdrehung mindestens möchte ich haben, dass es sich um eine Seite dreht wenigstens, also einmal um 4 Seiten. Man könnte auch sagen Minimum, dann können wir sagen 1 oder 0. Also wenn wir sagen, wir wollen auf 0, haben wir eben hier, dürfen das plus 1 nicht schreiben. Dann kann auch stehen bleiben auf einer Seite und rollt nur in eine Richtung. Ist gleich random mal max Umdrehungen plus 1. Das könnte man eigentlich direkt kopieren, das ist Z-Umdrehung. So, das können wir hier schon mal nach das wegschmeißen, das steht oben schon, der hier kommt in die Variablendeklaration, müsste man nicht machen, wie gesagt, ich schreibe es halt gerne immer zusammen, damit man alle Variablen zusammen stehen hat. Damit haben wir jetzt unsere Umdrehungen herausgefunden. Also wir wollen jetzt hier zum Beispiel einmal nach rechts und zweimal nach oben drehen, beziehungsweise eben ein bisschen anders noch, dass man sagt, okay, er soll dann jeweils viermal die Seiten kippen, das heißt 1, 2, 3, 4 ist eine Umdrehung, 1, 2, 3, 4. Das wäre die zweite Umdrehung. Und das soll er innerhalb dieser gewissen Laufzeit machen. Die Umdrehungen, die wir haben, das sollen wir jetzt auf jeden Fall mit 63 multiplizieren, denn wir müssen das auf unsere Zielkoordinate aufschlagen. Das heißt, wie viele Gerade sind das? Wie kriegen wir das hin? Ich könnte das auch zusammenfassen in eine Zeile, aber ich möchte das jetzt Schritt für Schritt darstellen. Das heißt, wir haben die x-Umdrehungen, sind die x-Umdrehungen, die wir haben, mal 360 Grad. Und das Ganze machen wir für y und für z. Für z und für y. Und damit habe ich hier, die Umdrehungen sind die Gerade jetzt. Wir haben hier gesagt, wie oft soll er sich drehen. Ich hätte auch sagen können, ich mache hier zum Beispiel noch eine Klammer rein und das Ganze mal 360. Aber dann kriegen wir so einen Schwafel zusammen, dass wir dann später bei einem Fehler nicht mehr herausfinden können, wo der Fehler liegt. Ich mache das lieber einzeln und nachvollziehbar. So viel mehr Zeit kostet das nicht, das nochmal anzugreifen. Wir rechnen hier im Millisekundenbereich, was das vielleicht mehr kostet. Wir haben hier schon unsere Zielkoordinaten und ich kann die Zielkoordinaten jetzt anpassen. Passe die Zielkoordinaten an. Das heißt, ich möchte zum Beispiel x-Ziel ist gleich x-Ziel plus, weil wir ja immer eine komplette Umdrehung haben müssen, plus x-Umdrehungen. Das Ganze für y und für z. y und für z. Das heißt, wir rotieren auch jetzt dann direkt in der z-Achse. Also nur so. Das kann auch passieren. Wir werden auch so rotieren. Weil wir ja hier zwischen 1 und unserer Obergrenze 3 in dem Fall, kriegen wir entsprechend ja hier die Umdrehungen. Okay, die Umdrehungen haben wir drinnen. Wie
Funktioniert das jetzt, dass ich da jetzt sagen kann, okay, auf welcher Position sind wir? Dazu brauche ich eine Vorschleife erstmal. Das heißt, wir müssen erstmal sagen, erzeuge die einzelnen Bewegungsschritte für die Animation. Wir hantieren hier mit verschiedenen Eckbereichen. Also ich habe ja auch schon ein bisschen Spiele programmiert. In der Art. Nicht ganz professionell, aber ein bisschen was in der Art. Wir schneiden hier verschiedene Themen von Programmierung an. Das ist jetzt kein Excel-spezifisches Thema. Diese Art, wie ich das mache, geht auch in Python. Das geht auch in C#. Das kannst du in Unity verwenden. Diese Art kann man auch so ansetzen in, weiß ich nicht, in allen Sprachen, mit denen man objektorientiert arbeiten kann. Und ich möchte jetzt die Einzelschritte durchrechnen lassen. Und diese Schritte kann ich am einfachsten so machen. Ich nenne das mal nennen wir das mal aktueller Schritt. Und wir gehen von 0 weg bis zur Anzahl der Schritte, würde ich sagen. Anzahl Schritte und mit einem Step und das nennen wir Schleifenstep. Next aktueller Schritt. Und das geht jetzt natürlich nicht, weil ich hier ja die Option Explicit laufen habe. Das heißt, ich muss auch hier Variablen deklarieren. Was macht der aktuelle Schritt? Der aktuelle Schritt ist für uns, kann eigentlich eine Integer sein. Im aktueller Schritt ist gleich Integer. S-Integer natürlich. Dann haben wir nicht aktueller Schritt klein, sondern aktueller Schritt groß. So, dann sehe ich auch gleich, ob das richtig geschrieben ist, indem man es hier jetzt korrigiert. Dann habe ich hier die Schritte, ist sich auf Schritte. Die Anzahl Schritte. Es sollte man auch als Integer bauen. Und dann hätte ich gerne eine Schleife gemacht, den Schleifenstep. Warum? Wir werden jetzt hier die Bewegungen auf eine gewisse Anzahl Schritte definieren, die wir selber einstellen können. Das heißt, wir sagen, wir wollen hier 200 Mal eine Bewegung sehen. Das kann zu runden Bewegungen führen. Das Problem ist, dass es extrem langsam wird. Entweder muss ich dann mit den Schritten extrem rumspielen oder ich kann sagen, mit Step kann ich sagen, ich möchte gleich 10 Schritte haben immer. Bei jedem Durchlauf. Das kann zu einem viel schnelleren Effekt führen. Da muss man dann spielen damit, was gut aussieht. Und dimensioniert, da deklariere den Schleifen-Step ebenfalls als Integer. Und aktueller Schritt, das sollte man auch richtig schreiben, sieht gut aus. Wir müssen oben dann noch sagen, wir haben erstens mal unsere Anzahl Schritte, die wird manuell gesetzt. Zum Beispiel haben wir 200 Berechnungen. Das soll 200 Mal berechnen, 200 Zwischenschritte. Bis er das alles durch hat. Und der Schleifen-Step, den lasse ich mal auf 1. Und das Ganze gebe ich mal hier oben hin. Das haben wir ja schon alles benutzt. Das möchte ich hier einfügen. Und das hier kommt hier weg. Lokale Variablen deklarieren. So, das ist unsere Anzahl Schritte. Ich habe immer die komplette Einstellung. Kann ich hier ändern. Kann ich sagen, 2 Umdrehungen. Geht es ab jetzt mit 2 Umdrehungen. Für alle Variablen, die wir haben. Habe ich hier Anzahl Schritte 100. Da habe ich noch 100 Berechnungen statt 200. Schleifen-Step 10 hätte ich noch 20 Schritte, die ich gehe. 20 durch 10. Aber das wollen wir jetzt gerade nicht. Wir haben nur Schleifen-Step 1. Okay. Wir erzeugen jetzt eine Bewegung. Wir wollen jetzt die Schrittweise durchziehen. Wie funktioniert das jetzt? Woher soll denn Excel wissen, wo wir gerade sind? Wie soll das denn funktionieren? Das ist jetzt natürlich immer so eine Sache. Wir haben die Schritte, wir haben 0, wir haben einen Schleifenstep. Wir wissen aber noch immer nicht, das haben wir ja noch immer nicht gemacht, oder? Plus die X-Umdrehungen. Mir fehlt jetzt noch was Wichtiges. Und zwar muss ich jetzt wissen, um wie viel ändert sich, oder was ist unsere aktuelle Schrittweite und wo ist unser Ziel, haben wir ja, das Endziel. Aber die Umdrehungen könnte ich hier noch verwenden, dass ich die Umdrehungen wieder zurück nutze. Oder wir machen hier ein Force, könnte man auch machen. Weißt du was, wir machen das, nee, machen wir das mit einer anderen Variable. Ich muss ein bisschen überlegen, ich hätte jetzt hier die X, Y, Z Umdrehung, hätte ich jetzt gemacht, um zu sagen, okay, das nehmen wir einfach wieder her und wir verwenden das als neue Variable. Ich möchte jetzt aber jetzt eine neue Variable dafür generieren, X, Y, Z, ist ja jetzt nicht so dramatisch. Bewegungsschritte definieren. Oder berechnen besser.
Dazu erzeugen wir drei neue Variablen. Wir nennen das einfach mal x-Bewegung. S. Das kann eine Double sein, tatsächlich. Dann haben wir eine y-Bewegung, s-Double. Und wir haben eine z-Bewegung, s-Double. Die schieben wir später wieder hoch. Die Sachen werden sich wie folgt zusammensetzen. Wir haben eine x-Bewegung. Wie kriege ich das jetzt? Ich muss erstmal wissen, unser Ziel, das wir haben, x-Ziel, das dividiere ich jetzt durch unsere Schrittweite, die wir haben. Durch die Anzahl der Schritte. Anzahl Schritte. Und eigentlich müsste ich das Ganze nochmal durch den Schleifenstep dividieren. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch, weil wir gehen jetzt so von 0 bis x. Das Step sagt nur an, okay, du machst jeden Zehnten. Also können wir uns das Dividieren durch Schleifenstep sparen. Wir bleiben hier einfach nur von, wir gehen durch die Anzahl der Schritte, die wir haben. Also wie viele Steps, wie viele Abschnitte möchte ich haben. Das Ganze können wir jetzt hier für y, für z nachholen. X, z, y. Und natürlich auch hier x Ziel, y Ziel, z Ziel. Ich würde die gerne groß schreiben. Das wäre schön, das haben wir vorhin auch so gemacht. Okay, so, ich möchte das hier neu deklarieren. Dazu setzen. Wir haben es fast geschafft, dass unsere Animation bald läuft. Das heißt, wir wissen jetzt unsere Bewegung pro Anzahl des Schritts, wo wir gerade sind. Was soll ich jetzt damit anfangen, kannst du dir jetzt vielleicht überlegen. Naja, wir können das recht einfach jetzt zuweisen. Wir berechnen jedes Mal unsere aktuellen Schritte, wo wir gerade sind, multipliziert mit unserer Bewegungsweite, die wir haben, und ziehen 1 vom aktuellen Schritt ab, damit wir immer auf, ja, auf 0 bleiben, sozusagen. Das heißt, ich setze die Koordinate entsprechend des aktuellen Schritts. Ich hoffe, ich hänge mich nicht komplett ab jetzt. So, das haben wir genannt. Ich muss selber nochmal nachschauen. Würfelshape haben wir das genannt. Würfelshape, auch hier wieder gehen wir in das Modell 3D rein, in die Rotation X. Und das entspricht jetzt meiner, ich habe gesagt, X-Bewegung mal aktueller Schritt, haben wir das genannt, minus 1. Ich muss immer einen abziehen, damit ich nicht drüber komme. Das für Y und für Z machen wir auch wieder. Y, Y, Z, Z. Okay. Und jetzt ist Folgendes, wenn wir das ausführen, wird nicht viel passieren. Ich habe das damals in den Geschichten schon mal gesagt auch und gezeigt bei den Formularen. Solche Änderungen müssen wir forcieren. Das heißt, wir führen die Animation aus. Wir müssen Excel sagen, mach jetzt alles, was offen ist, optisch durch. Und dann komm erst wieder zurück. Du Events. Wenn wir das nicht machen, wird das schwierig. Tatsächlich würde ich jetzt ganz unten einen Fail-Safe noch einbauen, die finale Position setzen. Setze die finale Position. Und wie machen wir das? Unsere XYZ ist einfach unsere Zielgeschichte. X-Ziel, Y-Ziel und Z-Ziel. Ah, damit haben wir erreicht, dass das jetzt funktionieren sollte. Wenn alles gut geht. Das soll es eigentlich gewesen sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier, das kann ich mir jetzt sparen, das wäre nur zum direkten Zuweisen gewesen. Das haben wir im Prinzip genau jetzt auch gemacht. Wir weisen zum Schluss zurück und am Schluss zu. Er soll bitte auf, wir haben eine 5 gewürfelt, garantiert geh auf die 5 zum Schluss. Nicht, dass er irgendwo dann hier so hängen bleibt, zum Beispiel. Das möchte ich ja nicht. Wenn irgendwas nicht ganz berechnet wurde oder er hängt nicht ganz und sitzt dann so da, was habe ich jetzt? Eine 1? Eine 5? Ist das eine 4? Und dann kann ich sagen, okay, wir gehen garantiert genau auf diese gerade Zahl, die wir hier errechnet haben. Und wenn wir das jetzt starten, ich bin sehr gespannt, ob das hinhaut. Würfel. Sehen wir hier, es dreht sich. Aufgrund der Anzahl der Schritte dauert das halt ewig. Wir haben hier viel zu viele Werte drin, glaube ich. Und eine 4 ist rausgekommen. Entweder mit den Steps können wir das jetzt etwas ruppiger gestalten. 10-mal so schnell bitte. Jetzt sehen wir, was ich gemeint habe. Das ist ziemlich hacklig. Oder wir sagen, wir machen halt nur 50 Schritte. Würfeln. Dann geht das natürlich schneller. Er dreht sich schneller. Und ich kann sagen, maximale Umdrehung eine. Dass das etwas runder wird. Dass er nicht so weit dreht.
Ich kann das auch wieder sagen, x, y, z, Maximumdrehung, dass ich das entsprechend sage, z bleibt immer gleich, zum Beispiel. Ja, nee, das ist eigentlich egal. Ach, vergiss es. Machen wir jetzt nicht. Man kann natürlich in alle Richtungen das noch ausbessern. Man sieht, es ist jetzt nicht unbedingt das Hübscheste, was es so gibt auf der Welt, aber es ist immerhin eine 3D-Drehung, die zufällig läuft. Und er wird immer zurück auf die richtige Zahl finden. Es kann natürlich sein, dass ab und an hängen bleibt. Das ist ein bisschen mühselig. Aber wie gesagt, Excel ist halt nun mal keine Grafik- oder keine Spielesoftware. Das ist für 3D-Berechnungen nicht ganz optimal geeignet. Ich habe damals ein Projekt verfolgt, in Office 97 war das noch. Da war das Basic komplett anders geschrieben, das VBA. Oder 2000 war es eigentlich das erste VBA, glaube ich. Office for Basic 97 war es sogar. Und da gab es Leute, die haben hier Pong nachgespielt. Da ging das, weil Office damals ganz anderen Bezug hatte zur Hardware. Das ist jetzt schon alles so auf Nummer sicher und getrennt von der Ausführungsschicht, dass man das nicht mehr so einfach umsetzen kann. Gefällt mir. Und mit den Werten kann man jetzt spielen. Ich möchte halt jetzt 50 auf 25 zum Beispiel. 25 geht schneller, wenn ich sage, ich möchte hier 100 haben, 100 Schritte bei einem Step. Dann wird es runder, aber es dauert halt entsprechend länger. Man könnte jetzt noch sagen, Anfangszeit und Endzeit mit Now zum Beispiel, dass man das vergleicht, wenn die Differenz 2 Sekunden sind, dann soll er abbrechen und soll direkt auf die Endzahl springen. Das hat aber dann einen Effekt, dass es nicht auf die Zahl dreht. Wir drehen uns ja auf die richtige Zahl und dann bleibt er hier wirklich, er setzt dann nur zurück, dass es wirklich schön ausgerichtet ist. Mehr macht er ja nicht. Und das Schöne ist, ich kann ihn jetzt auch problemlos verkleinern. Würfel. Wird wahrscheinlich etwas runder, weil er jetzt weniger berechnen muss grafisch. Ich kann ihn auch, wenn ich möchte, selber nochmal umdrehen. Das hat damit, die Rotation hat damit nichts zu tun, was wir machen. Würfel. Ich kann auch sagen, wenn ich sage, ich weiß, der heißt Würfel, kann ich sagen, es ist Würfel 1 zum Beispiel. Und ich gehe hier nochmal, ich mache mir einmal das Fenster zu. Das funktioniert ja so halbwegs. Einfügen. 3D-Modelle. Und zwar möchte ich hier nochmal den Würfel haben. Nehmen wir hier zum Beispiel den weißen Würfel. Einfügen. Ich kann jetzt genauso diesen hier benutzen. Ich muss ihm halt den Namen geben, Würfel, auf diesem Blatt. Das ist halt wichtig. Kann den hier rüberziehen und sagen, Würfel, jetzt würfel den weißen, weil dieser ja den Namen Würfel hat. Man sieht, er dreht auf 1, das ist gar nicht so schlecht gelaufen. Und 6 wird das, oder? Ne, es dreht nochmal weiter auf 3. Oh, was für eine Spannung, was für eine Dramatik. Und ich kann natürlich auch hier wieder sagen, in der VB-Geschichte, wieder ausschalten hier, dass mir zum Beispiel auch diese ermittelten Zahlen, die wir haben, Case 1, 2, 3, 4, diese Zielzahl, wenn wir die hier haben, dass wir die in eine Zelle übergeben zum Beispiel. Du hast gewürfelt oder eine Messagebox. Könnte man machen. Du hast eine, ja, debug.print. Mach das hier mal leer, debug.print. Dann möchte ich hier gerne Zielzahl wird werden. Ich spiele ein bisschen Lotto-Hellseher und Zielzahl und hier nochmal eine debug.print, dass wir hier eine Leerzelle reinkriegen. Macht das leer. Jetzt werden wir hier, muss ich doch wieder fixieren. Steuerung Z. So. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, kriegen wir unten eine Zielzahl angezeigt, was wir hier würfeln. Das wird eine 1 werden. Ich bin gespannt. Ach so, es wird keine 1 werden. Das kann gar nicht stimmen. Weil er ja dann noch die zufälligen Drehungen dabei hat. Die haben wir jetzt natürlich nicht drinnen, wenn wir das nicht berücksichtigt haben. Er dreht dann nochmal weiter. Wobei, es müsste immer um eine komplette Drehung gehen eigentlich. Das ist interessant. Das hätte ich jetzt eigentlich geben müssen. Aber ja, wenn ihr eine Idee habt, warum es nicht geht, dann bitte rein in die Kommentare. Ich brauche Ihnen den Grund, um euch zu animieren, hier Fragen zu stellen. Ansonsten, hoffentlich ist das halbwegs überschaubar gewesen. Das heißt, wir nehmen hier eine Zufallszahl, also bei den Zieldingern, bei den Zielzahlen, random aus. 0 bis 5 plus 1 macht 1 bis 6, was wir dann haben. Wir ermitteln die entsprechenden Koordinaten auf Basis des Wurfs, 1 bis 6. Die Umdrehungen sind dann eine Zufallszahl aus den Maximumdrehungen, die wir definieren können, plus 1. Beziehungsweise auch die Umdrehung mal 63, die wir herausgefunden haben, sind dann die Grade, die wir haben.
weil wir halt volle Umdrehung haben, mal 360, darum war ich gerade der Meinung, er muss wieder auf die gleiche Zahl springen. Wir drehen ja immer den gleichen Faktor. Dann haben wir noch x und x Ziel plus die Umdrehungen. Das Ziel plus die Umdrehungen, 360 mal 1 mal 2 mal 3 mal 0. Entsprechend müsste dann trotzdem immer die Zielzahl ergeben. X Bewegung sind dann die Schritte, die einzelnen, die wir haben. Und die Schritte werden hier einfach immer hochgerechnet auf den aktuellen Schritt. Welcher x Ziel, unser Zielwert, den wir haben, dividiert durch die Anzahl der Schritte. Und sagt aktueller Schritt. Ja, muss ich auch mit aktuellen Schritt rechnen. Das ist dann wie ein Prozentwert quasi, was wir ausrechnen, wie ein Schluss, wie ein Dreisatz. Am Ende machen wir eine Do-Events, um die Grafik neu zu generieren. Und zur Sicherheit setzen wir ganz zum Schluss nochmal zurück. Auch hier könnten wir nochmal Do-Events setzen. Damit er garantiert das noch reinstellt. Ja, wenn ihr was zu verbessern habt, wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, gerne in die Kommentare damit, würde mich freuen. Ja. Wie gesagt, wir kommen mehr und mehr in so spezielle Geschichten. Das geht heute eher so um allgemeine Programmierung. Wie kann ich so Abläufe machen, Animationen? Werden wir eher wenig in Excel brauchen? Ist vielleicht was für PowerPoint in einer Animation, wenn man die selber generieren möchte, wenn man eine manuelle Animation programmiert in VB? Geht ja auch. Kann man auch sagen, die Shapes verschiebe ich entsprechend oder wenn ich mal klicken möchte, verschwindet der Button woanders hin. Lauter so Sachen kann man da machen. Um die Leute zu ärgern, gab es in manchen Spielen schon am Computer, wo er sagt, ich drücke da hin und dann geht der Button woanders hin, damit man nicht draufdrücken kann. Dann gibt es ein paar ganz großartige Games. Ja, wenn das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch lassen, beim nächsten Mal gerne wieder einschalten, abonnieren, die Glocke und so weiter. Ihr kennt den ganzen Schmier vorher schon von mir, ich möchte das ja nicht drauf rumreiten. Ja, gerne einen Kommentar unten rein, wenn was unklar war, wenn ihr Vorschläge habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Mac.